Ich zeige euch heute, wie ihr Videos drehen könnt, ohne dabei euer Gesicht zu zeigen. Hey, ich bin Malte und willkommen auf meinem Kanal. Hier lernt ihr YouTube zu verstehen und bessere Videos zu drehen. Also abonniert doch gerne den Kanal, um nichts mehr zu diesen Themen zu verpassen. Ich kann absolut verstehen, dass es Leute gibt, die sagen, ich möchte gerne Videos machen, aber ich möchte nicht unbedingt im Internet zu sehen sein. Ich möchte mein Gesicht nicht zeigen. Und deswegen habe ich jetzt mal einige Tipps rausgesucht, die euch dabei helfen, einen Kanal zu machen oder generell Videos zu machen, ohne dass ihr euer Gesicht zeigen müsst. Ihr könnt zum Beispiel Screen Recording Aufnahmen machen und das bedeutet, ihr filmt einfach euren Monitor ab. Und da gibt es verschiedenste Software, mit der ihr das gut machen könnt, die auch entweder kostenlos oder sehr günstig ist. Und dann macht ihr zum Beispiel einfach ein Tutorial, wie schneidet man oder wie kann man in Photoshop irgendwas bearbeiten. Solche Sachen könnt ihr eben machen. Oder ihr könnt zum Beispiel dann auch da irgendwas tippen oder alles, was ihr irgendwie am PC machen könnt, könnt ihr damit zeigen. So ein Let's Play zum Beispiel wäre auch Screen Recording, denn ihr nehmt ja auch da den Bildschirm auf und zeigt, wie ihr zockt. Und auch dabei zeigt ihr euer Gesicht nicht. Wenn ihr zum Beispiel Reviews macht, viele YouTuber zeigen ihr Gesicht, zum Beispiel am Anfang, wenn sie dann sagen, hey, ich bin der und der, oder dann am Ende nochmal, aber das müsst ihr auch nicht machen. Ihr könnt ja auch Reviews machen, wo ihr dann einfach über ein Gerät redet und dann macht ihr halt schöne Einstellungen davon und ihr redet dann einfach darüber. Oder ihr könnt zum Beispiel auch einfach nur eure Hände zeigen, dann sieht man nur eure Hände und weiß nicht, wer ihr seid. Das geht natürlich auch und da könnt ihr über verschiedene schöne Einstellungen einfach trotzdem ein richtig cooles Video haben und ihr müsst euer Gesicht ja am Anfang und am Ende nicht zeigen. Klar, es ist cool für so Community-Bindung und dann wissen die Leute auch, wie ihr aussieht, so, aber ihr wollt es nicht, deswegen könnt ihr einfach Hände oder schöne Aufnahmen von Sachen nehmen. Das geht doch auch. Was ihr noch machen könnt, sind Slideshows und das bedeutet einfach, ihr nehmt zum Beispiel von der Stockfotoseite Bilder oder ihr habt selber Bilder gemalt und erklärt daran dann einfach bestimmte Sachen oder nehmt diese, um bestimmte Sachen einfach zu untermalen. Was ihr noch machen könnt, sind Stock-Videos und da geht ihr auch einfach auf so eine Stock-Video-Plattform. Da gibt es dann auch einige, die kostenlos sind und dann untermalt ihr einfach das, was ihr sagt, mit generischen Videos. Also Stock-Videos sind ja einfach so generische Sachen und könnt damit einfach das, was ihr sagt, noch besser unterstützen. Was ihr noch machen könnt, sind Point-of-View-Videos. Point-of-View bedeutet einfach so Ego-Perspektive, also das, was ihr auch sehen würdet. Und dann könnt ihr euch eine GoPro auf den Kopf oder ans Gesicht machen. Dann sieht man nur eure Hände und das, was ihr halt eben so sehen würdet. Und da könnt ihr, wenn ihr zum Beispiel viel unterwegs seid, könnt ihr halt Travel-Videos machen. Oder wenn ihr Action-Kram macht, also Mountainbike-Fahren, dann macht ihr halt solche Videos oder Motorradfahren. All solche Sachen sind halt möglich damit. Und dann sieht man euer Gesicht nicht, man sieht aber das, was ihr sehen würdet. Was ihr noch machen könnt, sind Zeichenvideos. Und dafür könnt ihr einfach eine Kamera direkt über so ein Blatt Papier nehmen und dann kann man eben sehen, was ihr zeichnet. Entweder untermalt ihr das damit, ihr könnt es auch so schneller abspielen lassen, dass ihr dann schneller sozusagen zu diesem Punkt kommt. Und ja, wenn ihr nicht so gut zeichnen könnt, ist ja auch nicht so schlimm. Es sind dann halt Skizzen, die nochmal das untermalen. Ist auf jeden Fall besser, als gar kein Video zu haben. Was ihr noch machen könnt, sind so Erklärvideos und dafür braucht man euer Gesicht auch nicht sehen. Wenn ihr zum Beispiel gut im Schnitzen seid, dann sieht man eure Hände und ihr zeigt da irgendwie, wie ihr was schnitzt. Oder ihr zeigt zum Beispiel einfach nur den Körper, wie ihr bestimmte Sachen einfach macht. Also wenn ihr jetzt irgendwie Fitnessvideos macht, dann zeigt ihr einfach vielleicht nur den Arm, wie ihr hier so eine Bewegung macht. Und wenn ihr jetzt backt, dann zeigt ihr auch einfach nur den Tisch und wie ihr die Zutaten da reinmacht und alles umrührt und so. Also da ist auch kein Problem, dass man euer Gesicht nicht sieht. Was ihr noch machen könnt, sind animierte Videos. Und wenn ihr gar keine Ahnung davon habt, es gibt auf so verschiedenen Seiten, wie zum Beispiel auch VideoHive, solche Erklärvideopakete. Das sind dann einfach, ja, zum Beispiel so Figuren oder Elemente, die ihr dann in so einem einfachen Programm zusammensetzen könnt und dann könnt ihr damit zum Beispiel Videos animieren. Da müsst ihr nicht selber irgendwas, die sind relativ günstig und dann könnt ihr halt auch wieder irgendwas sagen und das dann eben mit diesen Bildern animieren. Das sieht dann auch sehr cool und interessant aus und so habt ihr auch einfach Videos, die interessanter sind für die Zuschauer. Was für Ideen habt ihr denn noch, um einen Kanal zu betreiben, bei dem man das eigene Gesicht nicht sieht? Schreibt sie mir mal gerne in die Kommentare und ist das hier euer erstes Video auf meinem Kanal, dann abonniert diesen doch gerne, denn hier lernt ihr YouTube zu verstehen und bessere Videos zu drehen. Vielen Dank fürs Zuschauen, denkt bitte dran, die Glocke zu aktivieren und dann sehen wir uns beim nächsten Video.